Ich wollte gerade sagen, ja, das ist das. Wir nehmen dann nochmal ein C dran. Noch ein C dran, ey? Ja. Die Feuerwehr Greven wurde am heutigen Donnerstag gegen 14.30 Uhr im Stichwort Zimmerbrand zum Laumannsdamm gerufen. Vor Ort stellte sich die Situation so dar, dass es zu einem Zimmerbrand gekommen ist. Aufgrund der Situation, dass wir nicht wussten, ob sich noch Personen im Gebäude befinden, wurde umgehend voller Lauf die Feuerwehr Greven ausgelöst. In der ersten Phase haben wir Trupps in das Gebäude gebracht, um das Gebäude nach Personen abzusuchen. Hier können wir vermelden, dass keine Personen sich mehr im Gebäude befunden haben, sodass wir die Drillertanstellung bringen konnten und die Brandbekämpfung vorantreiben konnten. Insgesamt war die Feuerwehr Greven hier mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Die Wasserversorgung konnte mit den Feuerwehreinmitteln aufgebaut werden. Wir konnten einen nahegelegenen Hydrant in Betrieb nehmen. In der ersten Phase wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Nach unseren Einschätzungen ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen wird die Polizei aufnehmen hinsichtlich der Brandursache. Ja genau, wir waren in diesem Jahr bereits Anfang des Jahres schon einmal hier, auch da ist ein Zimmerbrand gegeben. Und auch der wurde damals erfolgreich abgearbeitet, ohne Personenschaden. Ja, so ein Brandereignis ist immer.